Endlich ist es wieder soweit. Nach einer langen, langen Sommerpause und vielen, vielen EM-Spielen ist es endlich soweit. Der FC Bayern München spielt wieder in der Bundesliga. Die Bundesliga hat wieder angefangen, nachdem Bayer Leverkusen am Freitag schon wieder Bayer Leverkusen-Dinge gemacht hat und in der 90 plus 11 Minute das Tor zum Sieg geschossen hat. Geht es auch für den FC Bayern München jetzt endlich wieder los? Ich habe unfassbar viel Bock auf dieses Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich bin natürlich für euch alle Freunde auch live und zwar am Sonntag ab 14 Uhr, anderthalb Stunden vor Anpfiff, etwas, ja, anderthalb Stunden vor Anpfiff, nicht nur eine, 90 Minuten vor Anpfiff, weil ich so viel Bock auf dieses Spiel habe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das alle abcheckt, alle dabei seid. Alle dann einen Like da lassen und natürlich hier auch die Benachrichtigung aktivieren, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, springen wir heute leider noch einmal in abgespeckter Form in das Aufstellungsvideo, weil es für mich aktuell 7:06 Uhr ist. Wir haben, sagen wir mal, wir haben ein kleines Dorffest und da bin ich mit meiner Mannschaft verpflichtet, früh dahin zu gehen. Dementsprechend kommt hier das frühe Video für euch. Ich habe an der Stelle auch ganz kurz das gesamte große Taktikvideo. Das ist schon aufgenommen. Das wird dann hoffentlich am Montag endlich geschnitten und fertig gemacht. Ich habe dazu jetzt einfach leider nicht die Zeit gehabt, weil es mit dem Dateitransfer, Datentransfer viel zu lange gedauert hat, viel länger als ich gedacht hätte. Aber das Video ist fertig, ist auf jeden Fall aufgenommen. Und wenn es fertig ist, dann, Freunde, ist es ein Banger. Deswegen abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Wir springen rein in die Aufstellung. Wir haben natürlich im Tor, gar keine Frage, Manuel Neuer. Der Mann ist fit. Es gibt keinen Grund, warum er heute pausieren sollte, beziehungsweise am Sonntag. Es gibt keinen Grund, warum er nicht spielen sollte. Er ist unser Kapitän. Er ist fit. Er hat eine starke Europameisterschaft gespielt. Besonders das Spiel gegen Ungarn ist da nochmal hervorzuheben. Das war richtig, richtig klasse. Und zu guter Letzt gibt es derweil aktuell Gerüchte, dass Manuel Neuer vielleicht sogar noch über seinen Vertrag, den er hat, 2025 hinaus beim FC Bayern München weiterspielen könnte. Seine Karriere beim DFB hat er jetzt ja beendet, aber er könnte womöglich weiterhin noch für den FC Bayern München spielen. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Für solche News bin ich natürlich immer da und halte euch immer auf dem Laufenden. Aber Manuel Neuer wird hier im Tor stehen. Dann machen wir weiter. Hinten rechts, da haben wir Sacha Boey. Er ist fit. Nachdem es jetzt ja die Gerüchte gab, beziehungsweise nicht die Gerüchte, nachdem sich Josip Stanisic eben im Training verletzt hat, war die Position ein bisschen offen. Sacha Boey hat jetzt auch das Spiel gegen Grasshopper Zürich nochmal verpasst, beziehungsweise wurde da dann erst eingewechselt, nachdem er das Spiel davor verpasst hat. Sosa war es nämlich, entschuldigt, im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm. Sacha Boey, jetzt ist er fit. Ich bin, kleine Überraschung, ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Ich denke mal, das haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viele von euch auch mitbekommen. Sacha Boey, ich halte den Kerl für einen super Verteidiger. Letztes Jahr konnte er sich einfach nicht zeigen. Er hatte nicht die Chance, sich zu zeigen, einmal eingewechselt worden hinten rechts und dann, mich macht es immer noch wütend, wenn ich daran denke und dieses Spiel vor Augen habe. Thomas Tuchel spielt ihn vorne links. Er ist hinten, er ist Rechtsverteidiger. Thomas Tuchel spielt ihn in der Offensive als linken Flügelspieler in diesem wichtigen Spiel gegen Bayer Leverkusen. Das war einfach eine absolute Katastrophe. Von daher bin ich froh, dass er jetzt seine faire Chance bekommt. Sacha Boey, ihr seht's, wird hier hinten rechts spielen. Wir machen weiter mit der Innenverteidigung. Ihr kriegt direkt beide Männer. Einmal Minjae Kim und Dayot Upamecano. Ich glaube, dass Kim den linken Innenverteidiger machen wird, Upa den rechten. Wie es da im Endeffekt aussehen wird, ob Upa links ist und Kim dann rechts spielen wird, das tut nichts zur Sache. Das, ne, das läuft auf mehr oder weniger gleich hinaus. Im Endeffekt sage ich auf jeden Fall, dass diese Innenverteidigung aktuell von vielen Bayern-Fans schlechter gemacht wird, als sie eigentlich ist. Die beiden bekommen viel Hate ab, gerade Upamecano natürlich eher sowieso, aber auch Minjae Kim. Minjae hat letztes Jahr die erste Hälfte der Saison richtig, richtig stark gespielt. Keine Ahnung, warum da so viele Leute so negativ gegen ihn waren. Klar, in der zweiten Hälfte war das weniger, da war es nicht mehr ganz so gut, aber die Hinrunde war richtig, richtig stark und dafür, dass es so eine fette, fette Umstellung war für ihn, gerade nach dem Asien-Cup, nicht mehr richtig reingekommen dann in der vergangenen Saison. Jetzt ist aber wieder alles, was zählt, Upamecano und Minjae. Ich habe einen kleinen Hot-Tag, ich habe einen großen Hot-Tag zu Dayot Upamecano, der wird dann im gesamten Taktikvideo kommen, deswegen schaut das auf jeden Fall an, das wird wahrscheinlich viele von euch überraschen. Insgesamt muss ich sagen, Minjae Kim, Dayot Upamecano, ich bin auf jeden Fall überzeugt von dieser Innenverteidigung. Ich bin an Bord. Ich glaube nicht, dass das unbedingt schief gehen wird. Ich weiß nicht, warum das so viele so negativ sehen. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Innenverteidigung. Und gerade gegen den VfL Wolfsburg kann ich mir auch gut vorstellen, dass es hier zu Null ausgehen wird für die Bayern im Sinne der Defensivarbeit. Dann machen wir weiter mit Linksverteidiger Alphonso Davies. In der Startelf gestanden gegen Grasshopper Zürich. 62 Minuten da absolviert. Und ich glaube auch hier, dass wir Alphonso Davies hinten links sehen werden.
wird ziemlich sicher den Vorzug vor einem Rafael Guerreiro bekommen. Ansonsten hätten wir links noch einen Adam Azu. Das wäre natürlich auch sehr, sehr cool, wenn wir den sehen würden. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der FC Bayern hier dann nicht am ersten Spieltag wirklich direkt Vollgas gibt, mit der besten Elf auflaufen wird. Und so habe ich es auch aufgestellt, Freunde. Also es ist wirklich die beste Elf, glaube ich, die wir zurzeit, vielleicht bis auf eine Position, die wir zurzeit stellen können. Hinten links mit Alphonso Davies. Viel Tempo, dribbelstark, einen gewissen Hang natürlich dazu, das Risiko mal einzugehen und mal eine riskante Situation zu gehen. Kann sich auszahlen, kann auch schief gehen. Wir kennen Alphonso Davies, er spielt um einen neuen Vertrag, er spielt darum, von Real Madrid am nach dieser Saison groß bezahlt zu werden, einen sehr, sehr fetten Vertrag da zu unterschreiben, denn aktuell gibt es immer noch die Gerüchte, dass Real Madrid nicht bereit ist, Alphonso Davies diese 20 Millionen plus zu zahlen, die er beim FC Bayern München aktuell fordert. Von daher bleibt es auch in der Personalie Alphonso Davies sehr spannend. Wir machen weiter auf der 6 und da packen wir mal erstmal den ersten Mann, der jetzt hoffentlich ein bisschen sowas wie eine Comeback Season hat und auch im zentralen Mittelfeld wieder sehr, sehr stark spielen wird, und zwar Joshua Kimmich. Er hat jetzt endlich nicht mehr die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers, des defensiven Sechsers, der, er hat nicht mehr den Job, defensiv zu sein, sondern kann sich offensiver ausleben im Mittelfeld, kann mehr die Wege mit nach vorne machen, kann mehr die Pässe mit nach vorne spielen, und ich glaube, das kommt Joshua Kimmich extrem zugute. Er hat neben sich eben, und den Mann können wir da auch mal direkt hinstellen, jetzt einen richtigen Abräumer. Und ich glaube auch, dass es schon in dieser Partie Joao Palhinha sein wird. Kimmich und Palhinha werden vermutlich nebeneinander auf der Doppel-6 spielen. Palhinha eben, der rustikale Abräumer, der defensive Mann, geht runter in die Zweikämpfe, geht zur Grätsche. Joshua Kimmich verteilt die Bälle links, rechts in die Offensive. Wenn er hier eben, und ihr seht es auch, im rechten zentralen Mittelfeld spielt, kann er mit nach vorne gehen und den Chippass dann in den Strafraum bringen, Richtung zweiter Pfosten. Das sind genau die Bälle, die er so gerne spielt, die er so gerne mag. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Die beiden haben so in der Form jetzt noch nicht in einem Pflichtspiel zusammen gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie es zwischen Joao Palhinha und Joshua Kimmich aussehen wird. Nummer 6, Nummer 16. Ich glaube, das wird unsere... ja, Doppel 6. Dann machen wir weiter in der Offensive, und der rechte Flügel ist direkt mal schwierig, denn entweder wird dort Serge Gnabry spielen oder wir sehen direkt Michael Olise von Anfang an. Olise hat jetzt dafür, muss man sagen, das Spiel gegen Grasshopper Zürich in der Startelf gestanden, hat das Spiel von Anfang an gemacht. Dementsprechend kann man sich jetzt durchaus vorstellen mittlerweile, dass er hier auch sein Bundesliga-Debüt gibt. Ich glaube aber, dass es noch nicht ganz so weit ist, und dementsprechend würde ich erstmal, ihr seht es gar nicht, aber hier Serge Gnabry vorne rechts in die Offensive packen. Die einzige Position, die ihr, so könnt ihr den Namen auf jeden Fall lesen, die ihr da seht. Ich glaube einfach, dass es für Gnabry nochmal einen Tacken einfacher ist. Hatte eine sehr, sehr schwierige letzte Saison, immer wieder verletzt gewesen. Der Unterarmbruch in der ersten Runde im DFB-Pokal nach 5-6 Minuten. Dann kommt er zurück, verletzt sich direkt wieder gegen Frankfurt. Dann zweimal die Muskelverletzung nach einem sehr, sehr guten Spiel gegen Arsenal und einer guten Leistung gegen Real Madrid im Oberschenkel wieder eingeschränkt gewesen. Sehr, sehr schwieriges Jahr für Serge Gnabry gewesen. Dementsprechend gibt es jetzt auch mittlerweile, es gibt viele oder einige Bayern-Fans, von denen ich gehört habe, die sagen, dass Serge Gnabry jetzt wohl das beste Jahr seiner Karriere spielen wird, denn auch bei ihm geht es nochmal um einen neuen Vertrag, um eine Vertragsverlängerung. Er will sich beim FC Bayern durchsetzen, und genau so muss er auch spielen. Vorbereitung hat mir wieder gut gefallen, genau wie im letzten Jahr. Klopfen wir mal auf Holz, dass er einfach auch trotzdem dazu jetzt noch wieder eine sehr, sehr starke Saison spielt. Dann machen wir weiter auf der 10er-Position, die ist natürlich ganz, ganz klar besetzt. Jamal Musiala. Er ist fit, er hat Bock, er hat Spaß gemacht bei der Europameisterschaft, er hat Spaß gemacht jetzt schon im Spiel gegen den SSV Ulm im DFB-Pokal. Was muss ich euch zu Jamal Musiala großartig sagen? Ein Künstler am Ball, schwer vom Ball zu trennen, hat gegen Wolfsburg, gerade gegen Wolfsburg, das ist gefühlt einer der Lieblingsgegner von Jamal Musiala, da fallen mir immer wieder geile Szenen ein. Einmal, als er dieses wirklich Dribbling hat, wo er von der Mittellinie einmal durch alle Durchläufe und ein Tor schießt, oder eine andere Szene, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, irgendwie am 5. oder 6. Spieltag, hat der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg gespielt, wo Jamal Musiala von 2 Spielern in die Zange genommen wird, zu Fall kommt, direkt wieder aufsteht und den Ball so flach aus 16 Metern irgendwie ins Eck schlänzt. Also Jamal Musiala, vielleicht ist Wolfsburg wirklich sein Lieblingsgegner, der wird hier ziemlich, ziemlich sicher auf der 10 stehen. Dann haben wir die Position des linken Flügels offen. Sobald die Saison losgeht, wisst ihr, dann ist der Mann da gesetzt, Leroy Sané. Die Saison ist jetzt, sobald die Saison dann weitergelaufen ist. Die Saison geht jetzt los, er ist noch nicht fit. Deswegen haben wir die Wahl zwischen 2 Franzosen, Kingsley Coman oder eben der Mann, für den ich mich entscheide. Und das ist Matisse Tell. Ich hoffe,
Ich hoffe, dass Vincent Kompany Mathys Tel hier die Chance gibt, von Anfang an zu spielen. Es gab schon das Gerücht und die Information, das habe ich euch auch schon vor einigen Wochen in Videos berichtet. Ich kann ja mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle mal eben finde, dass eben Mathys Tel eine viel, viel größere Rolle spielen soll in dieser Saison beim FC Bayern München. Jawohl, hier, da seht ihr es bei diesem Video. Mehr Spielzeit steht im Thumbnail. Ich bin ein bisschen drüber, mehr Spielzeit für Mathys Tel, dass er eben mehr Einsätze bekommt jetzt in der Saison, dass er mehr spielen wird und ich hoffe, dass das mal direkt von Anfang an auch so gezeigt wird, dass er eben mehr Minuten bekommt, dass Vincent Kompany ihm das Vertrauen schenkt. Er hat ein sehr, sehr geiles Tor geschossen gegen Grasshopper Zürich in diesem Testspiel, auch wenn ich da leider Gottes nicht live sein konnte, aber da hat er eine Hammer Kiste gemacht, im Pokal muss man zugeben, hat er kein gutes Spiel gemacht, ist nicht richtig reingekommen, wurde dann noch zurecht irgendwann ausgewechselt, ansonsten hätten wir natürlich Kingsley Coman für die Position. Ich glaube, es ist eine 55-45 Sache da in dieser Situation, wie es aufgeteilt ist. 55% Chance, dass Taylor spielt, 45 für Coman. Es bleibt spannend. Wie gesagt, Leute, seid einfach hier ab 14 Uhr live im Stream dabei. 14:30 kommt dann die Aufstellung und dann werden wir sehen, wenn wir mit dem FC Bayern spielen. Dann haben wir noch eine Position und die ist natürlich von Harry Kane besetzt und dann können wir das Ganze hier auch im System einmal anpacken. Wir haben Upamecano und Minjae Kim, links Alphonso Davies, rechts Sacha Boey, Palinha und Joshua Kimmich auf der Doppel-6, Musiala auf der 10, Tel links, Serge Gnabry rechts und Harry Kane im Sturm. Harry Kane natürlich eiskalter Neuner. Muss auch ein bisschen noch verarbeiten wahrscheinlich, dass er mit England die Europameisterschaft eben nicht gewonnen hat, im Finale gestanden und dann verloren. Das ist auch für Profis ein Rückschlag, das haben wir nach der WM 2022 gesehen, wie krass das deutsche Spieler belastet hat, wie sehr die danach auf dem Platz auch beim FC Bayern München eingebrochen sind. So wird es jetzt also erstmal aussehen, Harry Kane, unser etatmäßiger Stürmer, unser Mann vorne drin, unsere Nummer 9, der wird hier ziemlich sicher eine, vielleicht auch zwei Buden machen. Er hat gerade den goldenen Schuh bekommen als Top-Torjäger in Europas Top-Ligen. 36 Tore letztes Jahr in der Bundesliga gemacht, insgesamt 46 Spiele für den FC Bayern München in der letzten Saison, dann 45 Tore plus 12 Vorlagen. Harry Kane ist absolut heiß, Freunde. Von daher schreibt ihr mir sehr, sehr gerne nochmal eure Aufstellung in die Kommentare. Checkt hier jetzt schon mal auf dem Bild, müsste es irgendwo eingeblendet sein. Den Stream ab, seid da dabei am Sonntag ab 14 Uhr. Würde mich sehr freuen auf Freunde. Wie gesagt, falls ich heute ein bisschen noch nicht so ganz wach war, es ist 7:14 Uhr momentan für mich. Würde mich freuen, wenn ihr noch den Stream abcheckt. Leute, haut rein. Ciao, ciao.